Halloali und herzlich willkommen hinter dem ersten Türchen vom kulinarischen Adventskalender 2015. Ich werde heute ein Leckerlikörchen ansetzen. Das ist eine ganz feine Sache, recht preiswert, schnell gemacht und wird immer wieder gern gesehen beim Jule Club oder einfach auch mal so zum Adventskaffee. Ich verarbeite dafür heute eine Tüte Werthers Original Sahnebonbons. Bitte nur diese Sahnebonbons nehmen, nicht die Karamell, die sind etwas weicher. Schmecken zwar auch sehr lecker, aber sind nicht ganz so geeignet. Dann nehme ich hier heute eine Flasche Korn, 32%ig. Dann kommt dazu noch zwei Vanilleschoten, die habe ich halbiert und schon mal aufgeschnitzt. Und noch eine Zimtstange. Das Ganze werde ich jetzt erstmal in eine große Flasche füllen. Werde das dann schön durchschütteln, dann muss das erstmal sich alles auflösen. Und dann wird nachher verdünnt bzw. nachgemischt mit Milch. Ich nehme da gerne laktosefreie oder auch laktosefreie Sahne, Kondensmilch oder auch ganz, ganz lecker. Das ist hier neu von Bärenmarke, eine Haselnuss-Schokomilch, die passt auch wunderbar dazu. Als allererstes werde ich jetzt mal die Bonbons auswickeln und in die Flasche werfen. Ja, diese Bonbons Stück für Stück ausfummeln hier aus dem Papier, rein in die Flasche. Wenn man das jetzt alles ein bisschen schneller haben möchte oder die Zeit drängt, dann kann man diese Bonbons auch mit so einem kleinen Häcksler ein bisschen klein machen. Wobei, die Dinger sind hier wirklich sehr hart und können dann durchaus auch ein bisschen das Kunststoff von so einem Blitzhacker angreifen. So, und wenn dann der letzte Bonbon drin ist, dann kann auch schon die Vanilleschote und die Zimtstange noch mit dazu. Ich habe die Vanillestangen einfach so ein bisschen aufgeschlitzt. Und dann kann auch schon der Korn damit bei. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt hier einen 32%igen. Man kann es auch ein bisschen stärker nehmen. Oder man kann auch Wodka nehmen, das geht auch durchaus. Sollte halt bloß ein klarer Schnaps sein mit wenig Eigengeschmack. So, die Werthers Original, die Vanillestangen und die Zimtstange und der Korn sind jetzt in der Flasche. Deckel drauf und das Ganze jetzt schön durchmischen. Das dauert jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Tage, bis die sich darin auflösen. Da ich jetzt also nicht unbedingt den ganzen Tag oder zwei warten wollte, habe ich hier vorgestern schon mal ein Fläschchen vorbereitet. Ja, das ist also wunderbar aufgelöst. Hat sogar noch ein bisschen die Farbe verändert, ist leicht dunkler geworden. Hier ist das Fläschchen, was ich frisch angesetzt habe. Da sieht man, unten sind die Bonbons noch drin. Das dauert also noch ein Weilchen. So, hier habe ich mir schon mal 200 Milliliter Sahne bereitgestellt. Da habe ich diese laktosefreie Haarsahne genommen. Dann gebe ich jetzt hier von dieser leckeren Schokomilch, Haselnuss-Schokomilch, nochmal 150 Milliliter dazu. Und fülle das dann bis auf 700 Milliliter mit meiner vorbereiteten Flasche auf. So, auf 700 Milliliter. Dann das Ganze mal durchrühren. Es kann immer mal sein, dass sich jetzt hier oben so ein bisschen was absetzt, ein bisschen Sahne, ein bisschen Rahmen absetzt. Das muss man dann halt immer vorm Ausschenken ordentlich durchschütteln. Ja, hier auch in Behälter gut durchmischen. Und dann kann das abgefüllt werden. Ich habe mir hier schon mal so ein Fläschchen zurechtgemacht. Das hat man am Anfang vom Video irgendwie im Hintergrund gesehen. Das war eine ganz normale Flasche. Habe ich halt so ein bisschen Gedöns rangeklebt mit einem Heißkleber. So ein paar kleine Lämpchen hier. Die sind mit Batterie. Die kriegt man für 1 Euro. Das ist ganz preiswert. Und dann halt noch ein bisschen Deko. So, dann werde ich das Ganze mal abfüllen. Ja, das kommt wirklich immer gut so als Weihnachtsgeschenk. Das ist nicht unbedingt nur der Inhalt, der dabei interessant ist. Letztendlich sieht auch die Flasche so schön aus, dass man die am liebsten behalten möchte. Aber Geschenke freuen sich natürlich auch immer riesig, wenn sie mal was Außergewöhnliches bekommen. Ja, man kann die nachher auch gut weiterverwenden. Man muss da nicht unbedingt jetzt Flüssigkeiten reinmachen. Es geht auch durchaus Sand rein, bisschen Wasser dazu und ein Blümchen reingestellt. Man wird gleich sehen, warum. So, ich muss jetzt hier im Moment abwarten, dass der Schaum sich erstmal absetzt und dann zeige ich gleich, wie das Fläschchen fertig dekoriert zum Verschenken aussieht. Ja, ich habe die Flasche jetzt schon mal verschlossen. Ich mache dann immer hier oben nochmal so ein Klebesiegel rüber. Hier außenrum ist nochmal so ein Tropfrand, da nehme ich immer ein Zebertuch, kniff das ein bisschen zusammen und mache dann einfach hier so ein bisschen, ja,
hübsches Klebeband drüber. Kann man natürlich auch einfach nur Tesa nehmen. Ja, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist nur noch das Schildchen. Und jetzt kommt die eigentlich wirklich hübsche und interessante Sache. Es sieht ja auch so schon ganz nett aus. Aber um den richtigen Effekt zu sehen, lasse ich es jetzt einfach mal dunkel werden. Und da sieht man dann, wie schön diese kleinen Lämpchen die Flasche beleuchten. Das ist wirklich eine ganz tolle, nette Sache. Man kann es nachher wirklich auch für andere Dinge benutzen. Muss nicht unbedingt darin Flüssigkeiten aufbewahren. Ja, soweit war es das für mich. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Und vor allen Dingen wünsche ich auch ganz viel Spaß und Vergnügen weiterhin beim kulinarischen Adventskalender 2015. Morgen gibt es mal was ganz Besonderes, nichts zum Verkosten. Morgen gibt es dann Musik von Vorsicht zu hören, mal was anderes, ein bisschen modern vertont, ein altes bekanntes Lied. Ich wünsche viel Spaß dabei, viel Spaß auch bei allen anderen tollen Videos, die noch folgen werden. Ich werde auch noch ein, zweimal vertreten sein. Würde mich freuen über einen kleinen Kommentar. Ich wünsche dann im Allgemeinen noch eine wunderschöne winterlich-weihnachtliche Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!